Beim traditionellen Pferderennen in Ascot gaben die Royals mal wieder alles. Vor allem in Sachen Looks ließen sie sich nicht lumpen und sorgten in eleganten Outfits für Aufsehen. So auch Königin Camilla. Die Outfitwahl der Königsgemahlin bekam allerdings eine ganz besondere Bedeutung. An Tag 2 erschien sie in einem hellrosa Dress von Anna Valentine. Mit einem Hut von Philip Treacy und einem auffälligen Collier vollendete sie ihren edlen Ascot-Look. Dieses Ensemble trägt Camilla jedoch nicht zum ersten Mal. Schon bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018 ließ sich die Königin in diesem Kleid sehen. Ist das etwa ein Seitenhieb gegen Meghan? Diese machte immerhin gerade noch mit einer Trennung Schlagzeilen. Ihre Zusammenarbeit mit Spotify wurde nämlich auf Eis gelegt, wie People berichtete. Doch dies ist nicht die einzige Verbindung zwischen Camillas Looks und ihrer Schwiegertochter. An Tag 1 in Ascot entschied sie sich für ein Outfit des Luxuslabels Dior ganz in weiß. Nur kurz zuvor wurde darüber spekuliert, ob Meghan einen Werbedeal mit eben dieser Marke eingeht. Die Gerüchte wurden schnell vom Modehaus selbst dementiert. Ob Königin Camilla mit ihren Outfits tatsächlich versteckte Botschaften in Sachen Meghan sendet oder ob es sich bei ihrer Wahl tatsächlich nur um Zufälle handelt, weiß wohl nur sie selbst.